Ist es eigentlich passiert, dass allgemein relevante Themen wie zum Beispiel Krieg, Terrorismus, Frauenunterdrückung, Frauenmisshandlung, weltweit relevante Themen zunehmend als islamische Themen verhandelt werden? Wenn wir bestimmte Ausschnitte immer wieder mal gesehen haben, haben wir damit in gewisser Weise ein Vorwissen erlangt und daraus ergeben sich auch Erwartungen. Journalisten arbeiten viel mit Hypothesen, was wir als Mediennutzer wollen. Was auch immer für eine Explosion, fällt der Blick auf die Moschee und irgendeinen Zusammenhang wird man dann eben vermuten. Und was für Zusammenhänge vermutet wird, das ist eigentlich immer individuell oder aber kollektiv erzogen. Ja, ich habe mal eins von vielen, ein Konglomerat aus dieser ganzen Sammlung mitgebracht. Hier werden ganz viele Aspekte deutlich. Und es ist auch darum so verführerisch, weil es entspricht im Grunde genommen der Ikonografie einer islamistischen Website. Diese Art von Darstellung hat im Grunde genommen unser Spiegel Spezial hier einfach übernommen. Wir sehen alle zuerst das Bild. Und wenn wir dann den Text überhaupt noch lesen, nehmen wir den Eindruck dieses Bildes ja in den Text mit. Das heißt, wie differenziert mancher Text hier in diesem Heft sein mag, das ist schon schwierig, das zu erkennen, wenn man quasi diesen Bildeindruck mitnimmt. Das ist eine Rolle, die muslimische Frau bei uns in den Medien spielt. Das ist sozusagen die negative Projektionsfläche. Die Probleme liegen dort, bei den anderen. Viel Unrecht, was speziell Frauen gegenüber passiert. Diese Dinge wären ja wirklich relevante Themen, die werden aber nicht verhandelt. Wenn ich nämlich über das Problem bei denen dort spreche, dann brauche ich hier nicht mehr hinzugucken. Und dann haben wir im Grunde genommen einen Mechanismus, der einfach nur die Ordnung, so wie sie ist, stabilisiert. Sowieso haben wir eigentlich im Pressekodex die Regel, dass wir gar keine illustrative Bildverwendung machen sollen, sondern Bilder einen zusätzlichen Informationsgehalt haben sollen. Das haben wir aber, und das können wir nicht nur bei diesem Thema, das haben wir ganz häufig. Ja, da sehen Sie, Schröder und Blair gucken in die gleiche Richtung, da soll symbolisiert werden, sie sind politisch auf der gleichen Linie. Sitzen Sie zufällig aufeinander und gucken Sie in die andere, nimmt man dieses Bild, um zu illustrieren, sie sind sich nicht grün. Also da kann ich ja jedes Bild zu jeder Zeit aufnehmen und illustrieren, was ich will. Es hat ja null Informationsgehalt, aber wir haben zunehmend diese Tendenz dieser illustrativen Bildverwendung. Und natürlich auch hier, und natürlich hat das auch einen semantischen Effekt für die Leute, die dann eben tatsächlich so aussehen. Was allerdings dann schon nicht mehr unproblematisch ist, das ist ein Beispiel wie dieses, wo es auch bei uns in der Regionalzeitung aus Nürnberg, wo es um Schulhofgewalt geht, um zunehmende Schulhofgewalt, und irgendwie hatte man offensichtlich kein Bild aus Nürnberg. Man hat hier eins von der dpa genommen, ich nehme mal an, wirklich zufällig, aber Sie sehen sowohl phänotypisch als auch wieder, was das Kopftuch anbelangt, quasi sinninduktiv in diesen Kontext reingestellt, eine bestimmte visuell wahrnehmbare Gruppe zum Thema Schulhofgewalt. Entschuldigung für dieses Bild. Es ist sozusagen auch der Abschluss jetzt, die Kumulation des Ganzen, was Sie im Internet finden. Und da kursieren dann solche Darstellungen, wie Sie sie hier sehen. Hier in diesem Bild kondensiert sich wirklich alles, was wir über die ganzen Jahre erfahren haben. Und wir sehen auch die Widersprüchlichkeit eigentlich. Ne, die zu befreiende Frau, die uns doch irgendwie auch bedroht, sowohl mit der Bombe als auch der demografischen Bombe. Ich weiß nicht, ob es uns beruhigen soll, aber das anti-asiatische Feindbild schaut schon auf. Und wir werden in 10 Jahren dann nicht Sinologie studieren müssen, um die Welt zu verstehen. Das war auch kein so geschickter Zug der Zeit, ausgerechnet dieses Bild auszuwählen. Ein sehr, sehr symbolträchtiges Bild. Es gibt offensichtlich Interessen. Es gibt einige Thinktanks, die daran arbeiten. Ich glaube, der Großteil dieses Bildes, was hier so kursiert und was sich verfestigt hat, ist aber ein Missverständnis. Ja, Auswahl, Kombination und viel, viel Wiederholung. Bisschen Angst noch dazu. Vielleicht andere Probleme, von denen gerade eher abgelenkt werden soll. Und dann kann man so ein schönes Gemisch aus irgendwelchen Vorstellungen dann benutzen. Es hat wirklich Funktionen, sowohl innen- als auch außenpolitisch. So, jetzt freue ich mich, wenn wir darüber noch diskutieren können. Vielen Dank erstmal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Abdika wa Rasulika al-Nabi Numinu ala Ali wa
وصحبه وسلم تسليما سبحانك رب العزة عما يصفون.